Yo, Test, 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 Test. Was geht ab, ihr B***? Moin, moin. Na, wie geht's? Alles fresh? Also bei mir ist natürlich alles fresh. Und eine Frage habe ich direkt am Anfang. Habt ihr schon mal eine Katze gesehen, die am Zocken ist? Nein? Dann guckt jetzt genau zu. Sorry, mein ADHS kickt gerade extrem. Junge, was? Wieso hat die so gutes Aim? Und wieso ist die am Ende am Emoten? Oder mehr Disrespect geht nicht. Stell dir mal vor, du willst nochmal spielen, wirst von einer Katze getötet, die am Ende noch emotet. Ich werde nie wieder in meinem Leben zocken oder irgendwas. Das wäre einfach ein zu großes, peinliches Ding, was man einfährt. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ich wünschte, meine Katze kann das. Aber die kann mich ja nicht mehr verstehen. Oh Mann, ist die dumm. Naja, wie auch immer. Ich bin auf ein Video von einer Überwachungskamera gestoßen, was einen Mann zeigt, der einfach so seinem lokalen McDonald's Geld spendet. Wow, er kam einfach angefahren und niemand hat damit gerechnet, aber er tut wirklich etwas Unerwartetes. Er holt seine Kasse raus, warum auch immer er eine Kasse mit dabei hat, und fängt an, die von McDonald's zu füllen. Oh, sogar eine Mitarbeiterin hat mitbekommen, was er getan hat und hilft ihm jetzt noch, das Geld einzusortieren. Und nein, das Video wurde nicht rückwärts abgespielt. Das würde doch gar keinen Sinn machen, oder? Oh, Nee. Das erste war schon richtig. Wir glauben einfach mal an das Gute in den Menschen, richtig? Jeden Tag eine gute Tat. Nehmt euch ein Beispiel dran. Gönnt euch mal diesen krassen Trick, den der Bruder im nächsten Video gezogen hat. Unglaublich. Das war für alle, die noch nicht abonniert haben. Wie kann das sein? 65% von euch haben noch nicht abonniert? Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. Oh Mann, also wäre ich einer davon, würde ich mir Gedanken machen, weil die 34,8%, die abonniert haben, sind halt einfach cool und werden später erfolgreich im Leben. Wenn Pro Wrestling fake sein soll, erklär das. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Bogen. We've got quite a stare down. Wait a moment. Kämpft er da gegen ein Zelt? Ein Zelt zum Übernachten im Wald. Oder unter der Brücke, wenn man keinen Bock hat auf Arbeiten und lieber ein Penner ist. Whoa. Oh, beautiful escape there. Nice reversal. I mean, these two used to be the closest of friends. They were partners, basically. Oh! A king among men. What the f***? Was ist das denn? Als ob das Zelt gegen dich gewinnt. Und wer sitzt da im Hintergrund und zieht sich das rein? Das müssen ja Menschen sein, die sich so dachten, oh wow, am Samstagabend ist Wrestling. Einer kämpft gegen ein Zelt. Ich muss das sehen. Ich brauche Tickets in der ersten Reihe. King among men. Whoa. Oh, nicely done. Man Scout looking good. Oh, no. Oh, dripped and no. Pulled into the no. Tent. Oh, the tent no has any. Das ist echt ehrenlos. Das Zelt macht einen verbotenen Move. Was soll das? Shiri, greif doch ein. Ach, der ist doch eh gekauft. Oh. 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 Hey, this is a no love lost between these two competitors. Oh, what's this? Oh, no. Not on the floor. There is no padding on that floor. Oh, der da hinten erlebt gerade die Show seines Lebens. Ja, nee, war geil. Das war bis jetzt der beste und authentischste Wrestling-Kampf, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wünschte, ich könnte bei sowas mal dabei sein. Ich frage mich manchmal, wieso haben Menschen Ohren, wenn sie dir eh nicht zuhören? Maybe I don't understand this. Obi kommentiert, ist mir zu politisch. Bro, Obi, shut up. Wieso bist du da am Kommentieren? Du sollst mir ein paar Bretter und Holz liefern und nicht den ganzen Tag auf TikTok chillen. Was das? Schmutzladen. Das war ein Spaß. Bitte zeigt mich nicht an. Bitte verklagt mich nicht. Das war ein Spaß, okay? Ey, ihr kennt doch bestimmt alle diese Entweder-Oder-Fragen auf TikTok. Du wirst nie müde, oder? Du wirst nie krank. Genau die hier. Und die befassen sich mit normalen Entweder-Oder-Fragen. iPhone oder Samsung Galaxy. Ja, seht ihr? Hier würde ich zum Beispiel iPhone nehmen. Ist doch klar, oder? Als ob irgendjemand sich für Android entscheiden würde. Oh Gott. Und naja, das wäre ja auch alles schön und gut, würde es nicht davon auch gottlose Versionen geben. Diese glasierten Donuts mit meiner extra geheimen cremigen Soße.
Diese Soße habe ich vor 3 Minuten frisch gemacht. Wow, 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 wow. Bruder, was? Was ist das denn? Oh, 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 Daddy. What the fuck? Ich dachte, das wird ein normales Entweder-Oder. Gib mir mehr von deinem Lebenselixier. Oder lehne das Angebot ab. Ich lehne dankend ab. Dusche im Gefängnis, aber 3 schwarze, gut aussehende Männer, alle so groß wie LeBron James, warten, bis du die Seife fallen lässt. Oh, upsi dupsi gok 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 wu, gok 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 wu, oh, ah. Ey, wow, stopp mal, ganz kurz, Pause, Pause. Was passiert hier gerade? Ich distanziere mich natürlich von so einem Schwachsinn, das ist ja klar. Oder dusche zu Hause. Ich nehme Rot. Jetzt ist es raus. Ja, ich nehme Rot und ich stehe hinter meiner Entscheidung. Wie, nur 10%? Mein Stiefbruder verrät in der letzten Frage sein dunkelstes Geheimnis. Was für dein Stiefbruder? Ich dachte, das ist ein Entweder-Oder-Video. Was hat jetzt dein Stiefbruder für ein Geheimnis? Wir hören mal rein. Jetzt, wo wir am Ende sind, erzähle ich euch jetzt mein dunkelstes Geheimnis. Ich habe die Seife fallen gelassen. Ah! Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Yes, Sir! Noch einer, der sich für Rot entschieden hat. Noch einer, der sich richtig entschieden hat. Gute Wahl, Breski. Willkommen im Team. Schwarze Schokolade! So richtig, richtig. Na, nee, nee, nee. Ich stopp jetzt hier mal. Ich glaube, das geht in eine gottlose Richtung, die ich hier nicht in den Videos bringen kann. Oh mein Gott, was war das denn? Heilige Scheiße. Like, where is he? No one's seen him. Was ist das für ein krank getuntes Auto? Der hat einfach Aquarium als Kopfstütze im Auto. Ey, das ist das heftigste Accessoire, was ich jemals in einem Auto gesehen habe. Stellt euch mal vor, ihr brettert so mit 300 über die Autobahn und diese Fische sitzen euch im Nacken so. Gluck, 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 gluck. Und damit ich natürlich noch was Sinnvolles und Informatives in den Videos mitgebe und somit auch meinen Bildungsauftrag erfülle, hier scheinbar ein gutes Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr die perfekten Eier macht. Zuallererst nehmen wir uns einen Pfannkuchen. Ja, es heißt Pfannkuchen, nicht Eierkuchen. Diesen rollen wir vorsichtig aus und entfernen, wenn vorhanden, die Füllung. Also erstens, was geht da ab? Das Video ist einfach nur reversed. Was ist das für eine Scheiße? Und zweitens, wieso ist da einfach Revis Stimme? In diesem Fall eine Nuss-Nougat-Creme. Einmal ausgerollt. Ja, okay, alles klar. Er streicht die Nutella wieder ab. Ach, was laber ich überhaupt? Jeder weiß doch, dass es fake ist und einfach nur zurückgespult. Wieso analysiere ich das überhaupt noch? Was tue ich hier? Können wir den Eierkuchen in eine heiße Pfanne legen? Langsam drehen wir die Hitze herunter, so dass der Pfannkuchen zu einem flüssigen Teig wird. Diesen entnehmen wir vorsichtig mit einer Kelle aus der Pfanne, so dass nur noch das Öl übrig bleibt, welches wir im nächsten Schritt ebenfalls entfernen. Den ungefüllten Teig rühren wir nun so lange, bis sich die flüssigen von den festen Bestandteilen trennen. Haltet also vorsichtshalber direkt eine zweite Schüssel drüber, da die flüssigen Bestandteile immer zur Sonne hingehen. Den flüssigen Teil rühren wir dann wieder so lange, bis sich die Milch abtrennen lässt. Nun nehmen wir vorsichtig eine Eierschale und füllen die Eiflüssigkeit in diese hinein. Und voilà, wir haben das perfekte Ei. Ja, super, du hast natürlich das Ei-Innere mit der Schale aufgesammelt und es geht zurück in das Huhn. Zur besseren Lagerung können diese in Yo, wow, 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 chill. Also als das Ei wieder zurück in das Huhn gekrochen ist, das war mir zu viel, das hat mir dann gereicht. Ich frag mich ehrlich, wieso ich mir das bis zum Ende reingezogen habe, obwohl ich wusste, wie es ausgehen wird. Super, so macht man also Eier. Alles klar, danke. Danke dir, Revi. Bro, was ist so lustig? Du hast Gibbidi Gerd Toilet geschrieben. Und das ist jetzt der Joke, oder was? Ich check's nicht. Ich sitz genau so vor meinem PC gerade. Ja, okay. Komm runter, Bro. Deine armen Nachbarn. Das war alles so scheiße unlustig. Wieso bekommt man so ein Lachfleisch bei so einem Müll? I don't get it, bruv. Hey, weißt du was? Skibidi Gia Toilet. Ich bin Straße. Ich bin Hauptschule. Ich bin Frankfurter. Und ich bin reich.
Ich hab Geld ohne Ende und meine Eier sind am Platzen! Original, ich, wenn mir YouTube überwiesen hat. Ich will gar nichts dazu selber sagen. Ich lass einfach mal die Kommentare sprechen. Halt's Maul! Wer nur so groß wie eine Parkour ist, muss halt schreien, um gehört zu werden. Das war bodenlos, wirklich. Geld ohne Ende. Punkt, Punkt, Punkt. 100 Euro hat er. Punkt, Punkt, Punkt. Ach du Kacke, er hat ja wirklich nur vielleicht so ein bisschen mehr als 100 Euro in der Hand. Was willst du dir damit kaufen? Wieso flexst du damit? Das sind 10 Besuche beim Lieblingsdönermann und dein gesamtes Geld ist weg. 450 Euro Bürgergeld. Wow, 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 chill, Bro. Komm schon, sei nicht zu hart. Der Arme, der hat doch nur ein TikTok gedreht. Nee, Bro, ja, war echt unangenehm irgendwie. Weil, wo ist der Mehrwert von dem Video? Und was müssen sich eigentlich die Leute dort im Hintergrund gedacht haben? Die Armen wollten doch nur nochmal durch den Tag steppen und dann kamst du. Könnt ihr euch noch an den Jungen erinnern, der aus Langeweile Eis beim Schmelzen zugeschaut hat und dann 6 Stunden auf das Ding gestarrt hat? Ich bin mal wieder auf eine weitere Methode gestoßen, um sich die Zeit zu vertreiben. I'm probably not gonna use this intro, but I'm gonna drink this whole glass of water with these pasta noodles. Ja, ihr habt richtig gehört. Er wird das ganze Glas Wasser trinken mit einer Nudel. Wie kann man so viele Langeweile haben, ehrlich? Das ist verrückt. Basically, what I'm gonna do is gonna go like this. Good progress so far. The water is already disgusting. Ja, ich sehe, wie disgusting das ist. Bah! Da hat sich schon richtig viel Trash in dem Ding abgesetzt. Ekelhaft. Couldn't manage, was racking the debt, made it hard to see family. I ran out of panic, I started to grind at the studio. Don't tell my girl I was homeless. Was wasting the time that we could have spent. There's a little bit left, but I think that's mostly spit or starch or both. So I'm gonna count that as a dub. Ja, geil, Mann. Paar Stunden deines Lebens verschwendet, aber er kann immerhin von sich behaupten, er hat ein komplettes Glas Wasser nur mit einer Nudel getrunken. Ich meine, wer kann das schon? Also, eigentlich kann das wahrscheinlich niemand, außer er. Weil niemand kommt auf so eine Idee. Und naja, Freunde, wenn euch dieser Trick gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Los, tu es. Los, ich sehe dich. Tu es. Los. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Peace.